So, weiter geht's mit 9 Runden auf Australien. Wir haben jetzt gerade nur keine Party, also die ist halt so, sie existiert halt irgendwie. Wobei, warte mal, wir könnten natürlich den Ringmaster kurz so ein bisschen leveln. Vielleicht finden wir bis dahin irgendwie eine Party oder so, das könnte funktionieren. Genau, vielleicht, glaube das Ganze auch im Tower. Mal schauen. B2, B2, 3, 2, 2 ist gut, 2 ist gut. Genau, ich hoffe jetzt, dass der da nicht irgendwie verreckt nebenbei. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Nebenbei mal schnell den Night Mode hier ausmachen. Genau, okay. So, hier auch B2. 74, genau, wir sollten vielleicht nicht zu hoch gehen, müssen wir mal schauen. So, wo war jetzt der XP-Stop? Hier nicht, da nicht. Fuck. Shit, wo war der? Ich weiß, ich habe den gesehen irgendwo. Und ich weiß, dass der nicht da war, wo ich ihn erwartet habe. Fuck. Oldschool? XP? Stop oder so? Slash? DP. Ah, da, tatsächlich. Aber da kommt kein Feedback. Okay, warte mal. Nochmal. Ah ja, da oben steht das XP blockt. Wow. Oh, hier gibt's ja Gigs. Hier gibt's ja Gigs. Das heißt, die kann vielleicht. Oh, warte mal, das ist noch stark. Oh, oh. Oh, oh. Ja, das war jetzt ein bisschen unerwartet. Ich würde mal sagen, wir hauen vielleicht doch ab oder so. Warum sind die so stark? Die sind, was war da gerade, 79? Ich meine, okay, 79 ist natürlich jetzt schon ein bisschen höher und so, aber so hoch ist das jetzt nun auch nicht. Naja, gehen wir mal zu den, ich weiß nicht, zum AOE-Leveln können wir auch hier, glaube ich, bleiben, oder? Was ist F6? Ach so, genug Mana? Ich glaube nicht, oder? Habe ich irgendwas zum Power-Ups? Ah ja, hier. Genau, ich glaube, das ist nicht gerade super effizient, was wir machen. Ich meine, natürlich, ich könnte auch schon ein Ass hier kaufen, also ein Ticket. Wäre halt eigentlich auch in Ordnung. Aber, naja. Achso, Ringmaster, das kriegt ein XP. 83% hat er momentan. Mal schauen, was der bekommt. Die Party-Situation ist ein bisschen angespannt, würde ich mal sagen. Oder würde ein Politiker sagen. Naja, egal. Macht nichts. Sekunde, kurz mal. Na, rüberziehen, okay. 84%, ja, ich glaube, ich bekomme ungefähr so ein halbes Prozent oder so. Wobei ich sagen muss, dass sich das Ganze hier ein bisschen ungut anfühlt zum Leveln. Ja, die Posi-Bugs sind halt wirklich krass. Die Skills casten halt auch wirklich ganz schlecht wieder. 97%, ja, es geht schon. Deswegen haben wir so ein bisschen technische Probleme, die hier gerade am ehesten reinhauen. Ich meine, natürlich, wir spielen es ausnahmsweise auch mal zur eher zu Primetime. Also gut, es ist jetzt 11:30, aber morgen ist halt Feiertag. Von dem her ist es, glaube ich, schon eher Primetime, würde ich sagen. Wenn du durch die Gegend läufst, Carsten ist jetzt ziemlich gut. Ansonsten aber irgendwie nicht so. Können auch mal einen Channel probieren oder so, würde auch mal funktionieren. Jetzt zum Beispiel Carsten ist gerade wieder gut. Weiß ich nicht, woran das hängt. 84er ist ein bisschen hoch, vielleicht hat man den Schaden. Okay, das Server leckt auch ein bisschen, glaube ich. 31 MS, keine Ahnung. Fühlt sich jetzt nicht nach 31 an, ehrlich gesagt. Auch nicht nach 32. Beziehungsweise jetzt schon wieder. Vorher war es ein bisschen mehr laggy. Keine Ahnung.
Kann man eh nichts machen. So, Ringmaster 10%. Mal schauen, was die jetzt geben. Na komm. Ah, Skills casten ist painful. Nee, ich glaube, ich level fast 101 weiter, weil das fühlt sich nicht gut an irgendwie. Mal schauen, was da rauskommt. Ein Beat, PvP Parry. Das, was ich mir gewünscht habe. Naja. Es kommt. Ach nee, warte mal, Pieces. Pieces Box. Achso, oh Gott, das Zeug. Hm, okay. Ich weiß es nicht, wir können damit schon eine 2 probieren. Vielleicht ist das halt irgendwie angenehmer. Habe ich jetzt keine Ahnung. Ringmaster ist bei 27%, by the way. Ja, müssen wir einfach mal testen. Oh oh. Oh oh. Wenn Ringmaster hier dich castet, wird's kritisch. Ah, okay, 60%. Ja, wir haben es eh gleich. Alles easy. Das wird schon. Könnten auch in der Mitte mal schnell AOEen. Oh ja. Rein da, let's go. Oh, Posi-Bugs. Na komm. Okay, die Posi-Buggen glaube ich auch ein bisschen. Ja, das kann sein, ja. Stehen wahrscheinlich wieder ganz woanders. Na, wobei. Nicht mal unbedingt. So, XP 83%. Soweit so gut. Eine AOE noch, dann haben wir's. Oh, es leckt aber ganz krass. Holy shit. Ja, müssen wir mit Channel 2 probieren. Ich habe schon irgendwas gelesen, irgendwie von DDoS und was ich alles. Kann ich jetzt gerade nicht genau sagen, aber. Ja. Nee, also AOE braucht man so, glaube ich, nicht probieren. Das macht keine Freude. Da bleiben wir lieber bei 101. Ich bin auch froh, dass ich keinen Edler so gemacht habe. Weil sonst wäre ich, glaube ich, echt nicht gerade zufrieden. So, 65. Nicht 75, sondern 65. Ja, jetzt kommt der wieder an. Ich hasse den. Okay. Gut, was haben wir Buffs bekommen? Einmal 10 All-Stats, das ist super. Gut, Magic Defense, weiß ich nicht, habe ich glaube ich noch nie gebraucht. Und genau, nochmal sehr viel mehr Attack. Sehr, sehr viel mehr Attack. Na gut, okay. Gibt schon irgendwas mit Skills hier? Einer hier ist frei. Direkt rein da. Let's go. Nein! Scheiße, schon voll. Schade. Okay, wir könnten natürlich jetzt auch nett sein und. Ach ja, komm, ein Tag. Gut, ein Tag ist natürlich jetzt sehr wenig, aber. Dann haben wir zumindest alle die Skills. Okay. Trade. Nee, warte mal. Hier. Crafting. Ich habe das Ding aufgemacht, weil man das auch mit Premium machen kann. Genau, rein damit. Immer noch Level 5. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, wir könnten. Ich meine, wir haben jetzt natürlich viele Möglichkeiten, was wir machen können. Ich würde aber sagen, wir gehen nochmal in diesen Dungeon rein. Wir brauchen einfach das Zeug halt zum Craften. Denn ansonsten haben wir halt einfach wirklich keine Freude. So. Ist jemand drin? Ich hoffe nicht. Es ist keiner drin, okay. Wir können dich jetzt einfach auch anfangen, die Mobs hier zu killen. Lol, die gehen wohl nicht. Okay, das ist ein Game Changer. Damit macht es natürlich ein bisschen mehr Spaß. Ja.
Das ergibt für mich Sinn. Okay, dann killen wir die Mobs auf alle Fälle. Wir hätten hier noch Channel 2 gehen können. Ja, habe ich vergessen. Genau, ja. Also wir brauchen jetzt, glaube ich, noch so 1,5 Level. Ziemlich genau 1,5 Level. Das dauert natürlich jetzt immer noch eine ganze Weile, auf jeden Fall. Achso, man muss doppelklicken, lol, deswegen. Genau, ja, Character Bank gibt es noch. Was weiß ich, Guild Storage. Genau. Ja, ich finde, so kann man aber auch entspannt hier arbeiten. Was machen wir gedoppt? Shurians, gut wieder. Also, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber. Also, gefühlt, die Dropraten in Flife, die sind so eigenartig. Du droppst immer das Gleiche. Schau mal her, was ich gerade in Suits gedroppt habe. Von dieser Shurian-Suit da. Oder Shuran-Suit. Ich droppe immer die gleichen zwei Teile gefühlt. Ich meine, ja, ab und zu droppe ich schon mal was anderes und so, aber es ist halt. Also, es ist nicht gerade. Weiß nicht. Aber ich habe das nicht nur hier, sondern generell immer irgendwie. Entweder droppe ich nur Knuckle oder nur Glade-Sachen oder nur Ringmaster-Sachen und so. Also, ich weiß ja, so rein technisch ist es wirklich. Also, es ist gar nicht mal so einfach. Ich sag jetzt mal, programmiert. Beziehungsweise einfach also etwas random zu programmieren. Weil, also generell, also Randomness ist halt irgendwie bei Computern gar nicht mal so random irgendwie. Also das ist gefühlt auch wieder eine Wissenschaft für sich und so. Aber auch wenn eine random Number dir halt irgendwie geben lässt, von aus, was weiß ich, aus Java oder aus C++ oder so, dann ist es halt auch wirklich nicht so random, wie es einfach sein sollte. Das heißt, es ist halt irgendwie, es ist ganz komisch. Es ist, also ich glaube, jemand, der studiert hat, der kann das tausendmal besser erklären als ich. Aber es ist halt, random ist halt tatsächlich nicht random. Und auch bei Flife ist das System scheinbar so, dass es halt sein kann, dass halt random nicht wirklich random ist. Ist sie daher? Wir droppen halt wieder. Wir droppen wieder Helm und Suit irgendwie. Ganz eigenartig. Und ja, die Spieler hier übrigens sind so nett alle. Also ich habe noch keinen Spieler erlebt, der irgendwie negativ war oder geflamed hat oder sonst irgendwas. Natürlich ist es auch so ein bisschen so ein Liebhaberprojekt und so weiter, aber trotzdem, die Spieler hier sind so krass positiv und nett und alles. Das ist echt ziemlich cool. Und ja, ich glaube, wir können jetzt echt einiges craften nach dem Run hier. Beziehungsweise wir können zumindest im Level aufsteigen. Müssen wir mal schauen. Es sollte eigentlich schon klappen. Dürfte. Ich habe drauf einfach so viel Stuff, das ist unfassbar. Ich könnte mir vorstellen, hier drin einfach auch zu leveln, das ist bestimmt ziemlich geil. Also ich weiß nicht, ob die XP geben, aber wenn die XP geben würden, dann wäre es geil. Ist nicht auch Frage, ob einfach nur das Server vielleicht einfach zu schwach ist oder so. Keine Ahnung. Weil man muss auch bedenken, so der Server war halt die ganze letzte Zeit eigentlich ziemlich leer, was ich so gehört habe. Und viele kamen halt gefühlt einfach jetzt erst so ein bisschen. Und kann natürlich schon sein, ich meine, man mietet halt auch keinen Server, der jetzt halt irgendwie komplett überdimensioniert ist oder so. Wenn man jetzt nur, sag jetzt mal, 50 Spieler hat, dann mietet man ja keinen Server für, was weiß ich, 500 Spieler oder so. Das macht ja auch keiner. Von dem her, es kann schon sein, dass ich das Ganze wieder erstmal relativieren muss und so weiter. Oder dass ich
nicht relativieren muss, dass die sich erst ein bisschen anpassen müssen dafür, erstmal vielleicht einen Server mieten, dann eben passend ist und kann schon sein. So, mal schauen, was hier noch bei rumkommt heute. Nicht das, was ich auch nicht auf das, was ich gekauft habe. Schade. Genau, gehen wir kurz zu anderen Channel. Ich weiß nicht, ob der Ringmaster auch auf einer Channel sein muss, um zu leveln. Ziemlich oft ist es ja leider so. Meine Güte, wo ist denn schon dieses blöde Ding hier? Der Channel Switcher. Ich bin blind. Hier ist er, da ist er. Okay. Na, mal schauen. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, ob ich wobei wir brauchen. Wir können ja einfach mal schauen. Pilz, Food, Recycling. Alles rein da. Mal schauen, was mal kommen von XP her. Ja, ich glaube, das reicht noch lange, lange, lange Zeit nicht. Aber ja, die Mobs regieren schon mal viel besser. Ich glaube, das Server hat echt einfach zu viele Spieler. Beziehungsweise ist zu schwach, je nachdem, wie man es sieht. Ja, reagiert schon einiges besser. Nicht gut, aber besser. 15 XP. Oh Gott, wir müssen noch so viele Mobs killen. Alter, die Drops. Drops sind geil. Ja, 1600. Also Level 4 im Ball, der reicht. Und Level 5, glaube ich, brauchen wir dann, um Ding zu craften. Oh, warte mal. Ne, haben wir auch schon. Die haben wir schon. Das andere ist Mystical Mighty. Ja, das ist Mail. Das nehmen wir auf alle Fälle. Sehr gut. Ja. Das ist gut, das ist top. Ich meine, im Prinzip fehlen uns immer noch. Es fehlen immer noch Boots und Helm einfach. Ich glaube, craften funktioniert noch nicht, oder? Armor. Ah, nee, warte. Hä? Assist. Nee, warte mal, haben wir das Problem, dass hier. Unique Craft? Palladius. Ah, da ist es. Bildposter. Alles gut. Ne, nicht gut. Warte mal, Assist brauchen wir. Hier. Ach, da ist das Zeug, was wir haben. Okay. Und da bräuchten wir theoretisch. Oder? Warte mal, was war der letzte Plan? Ne, der letzte Plan, den wir eigentlich hatten, war ja, dass wir vielleicht sogar auf Historic dann direkt gehen. Also auf Fist-Sachen. Ja, schwierig. Aber ich glaube, Hiss können wir halt nicht aus dem Stand uns holen. Das, glaube ich, klappt halt einfach nicht. Aber wir könnten mal probieren, ob wir schon craften können. Ich glaube, hier steht. Level 4 brauchen wir. Okay, das haben wir gleich. Ach, shit, das müssen wir erstmal droppen. Also, die habe ich schon verkauft, leider. Mist. Helm, Boots, bla bla bla. Okay, gut. Naja, gut. Das können wir kaufen. Das haben wir auch. Das können wir auch kaufen. Okay, das heißt, wir können es echt komplett kaufen eigentlich. Ja, jetzt bekommen wir halt bis sowas da einfach. Warum nicht für meine Klasse? Warum? Und lass uns nur mal kurz zum Nachschauen. Zum Nachschauen.
Ach, 75er, also hier, genau. Das ist das Alex-Set, genau. Da brauchen wir... Oh, shit, da müssen wir einiges farmen. Da müssen wir Quest-Items farmen ohne Ende. 400. Ja. Das wird witzig. Das bringt uns denn was nochmal? Wobei, das zuerst bin ich ja gerade eher interessiert. Das Vitra-Set, genau, das ganze ups, bringt uns. Ja, gut, Hissnagel bräuchte man einfach dann zwei. Einen für Damage und einen fürs Tanken. Oh ja, das ist aber schon geil. Oh, das ist geil. STA, HP, Death, ja. Könnte spaßig sein. Ja, müssen wir mal schauen. Das nächste, also die glaube ich, wird immer stärker, oder? Denke, ja. Ja, immer ein Stückchen mehr, ja. Genau. Ja, ein Epic Misty Helm. Ich meine, gut, das ist jetzt halt gerade kein Mystical und so. Von dem her ist es halt egal. Aber. Ist einfach gemeint, das Set ein Epic oder so egal. So wie hier. Rare, Epic. Oh fuck, ich merke gerade, das Set ist schon gar nicht. Eigentlich schon ziemlich gut. Das müssten wir halt auch erstmal irgendwie so übertreffen, dann so. Ich meine, 450 HP, was wir als Bonus drauf haben, das muss man halt erstmal, muss man erstmal schlagen. Für ein Pet. Ja, geht eigentlich auch ganz gut voran. Ich meine, das ist alles nicht die Welt, aber wir machen jetzt auch gerade gar nicht mal so viel. Also wir killen jetzt nicht übermäßig viele Mobs und gut, vom Level her ist nicht gerade egal. Ich meine, oder? Das Level doch so auch. Ach nee, das Level ja gar nicht. Deswegen geht es so lang. Also langsam, Anführungsstrichen. Dafür geht es sogar ziemlich schnell. Lol. Ich dachte, wir leveln das gerade mit den Monstermassen hier. Aber nee. Na gut. Ah, das kriegen wir hin. Ach, ganz easy. Alter, die Massen, die wir hier haben. Wahnsinn. Genau, gleich am Level 4 erreicht. Super. Ich überlege halt auch, genau, jetzt haben Level 4 erreicht, super. Übrigens wäre irgendwie ganz cool, wenn es einfach irgendwie so eine Animation geben würde oder irgendwas, halt irgendein Feedback zum Beispiel. Weil man weiß irgendwie halt nie so, wenn man irgendwas geschafft hat. Mystical Shuran Boots. Welche Boots? Ah, scheiße, welche waren es jetzt? Steh nicht dabei, Mist. Lag, Massive Lag. Okay, das liegt nicht an mir. Okay. Fuck, Mystical Might hier haben wir schon. Mystical End. Mystical Might hier. Warte mal. Mystical End. Oh, ich hasse es. Wir kriegen keine Sachen einfach. Es ist zum Kotzen. Aber wobei, jetzt können wir es craften. Wobei, wir brauchen jetzt noch die anderen Teile dafür. Naja, das ist gar nicht mal so easy. Wir brauchen. Armor. Unique Assist. Mystical. Vitra war das, oder? Vitra war STA. Genau, Vitra war es. Vita, nicht Vitra. Okay, dafür brauchen wir halt Guardian Eye oder Guard Eye. Wie heißt denn, Digga? Guard Eye? Irgendwie so, keine Ahnung.